Abschlusskonferenz des Projekts Where and Fair im Rathaus Hannover. Welche Auswirkungen hat lokales Handeln auf globale Herausforderungen, wie zum Beispiel die wachsende Armut oder den Klimawandel? Das wollte die Stadt Hannover gemeinsam mit Partnerstädten aus Polen, Malawi, Tschechien und Ungarn aufzeigen und Handlungsmöglichkeiten wie den fairen Handel deutlich machen. Teilnehmer aus der ganzen Welt kamen Ende Februar zusammen, um Bilanz zu ziehen. Before we start the project, I say maybe 10% of people knows about the fair trade. Bevor wir mit Aware and Fair begonnen haben, wussten weniger als 10% unserer Bevölkerung etwas über fairen Handel. Auch war es schwer, fair gehandelte Produkte bei uns zu kaufen. Das hat sich jetzt verbessert. Besonders durch die Unterstützung der Medien ist es gelungen, das zu erreichen. Jetzt kann man auch bei uns leichter faire Ware kaufen. Natürlich noch nicht so leicht wie beispielsweise in Deutschland, aber wir sind auf einem guten Weg. In Germany or England, but it's much easier. I see the changes. We started like in January 2012 last year. Wir haben im Januar letzten Jahres begonnen und wurden schon im November Fairtrade-Stadt. Das war eine Menge Arbeit, aber durch die Unterstützung des Aware and Fair-Projekts, durch den Austausch mit den anderen, haben wir es in dieser kurzen Zeit geschafft. Because we did during the project and a lot of people were around the city and calculate how many shops. Es wurde darauf geachtet, dass mehrere Geschäfte faire Ware anbieten, auch in Hinsicht auf die Kaufkraft bei uns. To get this, the price. Yes, I learned a lot of course, and I enjoy to be in this project and work with people. Bei der Zusammenarbeit hat mir besonders der Austausch und der Besuch in Malawi viel bedeutet. Es hat mir gezeigt, wie fairer Handel und schon kleine Summen Dinge in Malawi ändern können. Es hat mir die Augen geöffnet und auch vielen Menschen in unserer Stadt. That we don't have to do a lot of to help people. Fair trade helps them to get. Und das ist wichtig, denn mit einfachen Dingen kann man schon Großes bewirken. Simple things to live, but I know that they need it. So I teach a lot of during this project. Ja, Transfair ist die nationale Siegelinitiative für Deutschland. Wir versuchen, den deutschen Markt für fair gehandelte Produkte zu erschließen. Wir machen Marketing, wir machen Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnenarbeit, um eben auch den Gedanken des fairen Handels in die Gesellschaft zu bringen, um mehr Menschen dazu zu bringen, Fairtrade-Produkte zu kaufen, damit eben dann auch mehr Produzenten im globalen Süden davon profitieren können. Im Jahr 2000 wurde Garsting die erste weltweite Fairtrade-Stadt und seit 2009 können sich deutsche Kommunen eben um den Titel Fairtrade-Stadt, Fairtrade-Gemeinde oder auch Fairtrade-Landkreis bewerben. Wir haben inzwischen 140 Fairtrade-Städte in Deutschland und der Titel wird erstmal für 2 Jahre vergeben. Danach findet eine erneute Überprüfung statt der Kriterien. Die Kriterien müssen in der Form weiterhin erfüllt sein. Und dann wird der Titel nochmal für 4 Jahre dann vergeben. Gut, es ist ja nicht nur eine Sache der Stadt. Also es ist nicht, dass die Stadt als erstes ihr Okay geben muss, wir wollen das werden, sondern es ist, kommt von unterschiedlichen Ebenen. Also das ist auch das Schöne daran. Ne? In der einen Stadt gibt es wirklich als erstes den Ratsbeschluss, da steht der Bürgermeister voll hinter der Sache und sagt, ich will, dass meine Stadt Fairtrade-Stadt wird. Sei es jetzt aus, weil er sich eben besonders dem Thema Nachhaltigkeit, das ist ja auch sehr angegliedert an die lokale Agenda 21 oder Umweltthemen oder einfach, ne? Also wenn er da so einen Hang für hat, dann kann es oft sein, dass es halt wirklich von der Stadt selbst auskommt, dass sie diesen Titel eben gerne haben wollen. Ist natürlich auch eine Image-Sache, ist eine Auszeichnung, ne? Es ist ein Zertifikat, womit die Stadt sich eben gekürt wird, ne? Aber es ist eben meistens eigentlich eine Sache der Bürger selbst, dass Einzelleute, die schon lange im Bereich eine Welt was tun, wirklich diesen Prozess anstoßen und sagen, ich will, dass die Kampagne ist so super dafür geeignet, um diesen Gedanken des fairen Handels, den ich als Bürger jetzt vielleicht eh schon lange versuche voranzutreiben, aber eben mir die Unterstützung fehlt, jetzt habe ich hier den Aufhänger, das ist die Kampagne und jetzt kann ich wirklich gezielt auf die Leute zugehen und sagen, das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Und dann kriegen die eben immer mehr Leute ins Boot und kämpfen eben gemeinsam auf dieses Ziel hin. Ja, und das kann wirklich ein Lehrer sein, das kann, also sind die unterschiedlichsten Ebenen, wo das angestoßen wird. Vedalat is an ecological NGO, established more than 10 years ago.
Vedalat ist eine ökologische Nichtregierungsorganisation. Es gibt sie schon seit 10 Jahren. Wir kümmern uns um alle Themen, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Organisiert sind wir in verschiedenen Arbeitsgruppen. Eine davon kümmert sich zum Beispiel um die Bekämpfung von Umweltverschmutzung. Wenn wir ein Problem sehen, dann zeigen wir mögliche Lösungen auf. Bei Globalisierungsproblemen zum Beispiel bieten wir Fairtrade als Lösungsweg an. So in case of globalization and free trade, we put on the table fair trade as a solution. It's a project into which Miskolc city was involved 3 years ago. There is an NGO working in Miskolc and they are keen on promoting fair trade. In Miskolc gab es zuvor zwar schon eine Einrichtung, die sich mit dem Thema Fairtrade auseinandersetzte, aber sie verfügte über kaum Mittel oder Materialien, das Thema zu vermitteln. Im Laufe des Projekts konnten wir das verbessern. Ich selbst konnte mich auch weiterbilden und mir einen eigenen Eindruck über die Situation in Malawi verschaffen. Das hat sehr geholfen, unserer Bevölkerung und Multiplikatoren dieses wichtige Thema näher zu bringen und auch entsprechende Materialien zu erstellen. Mein Name ist Faith Kazembe. Ich bin Botschafterin aus Malawi und verantwortlich für neue Investitionen. Ich denke, dieses Projekt ist sehr vorteilhaft für uns, denn es unterstützt die schwächsten Teile unserer Gesellschaft. Kleinbauern zum Beispiel. In Malawi sind die meisten Bauern Frauen und ein Großteil der Bauern hat Ländereien von weniger als 1 Hektar. Das Projekt hilft dem Ziel unserer Regierung, die Armut in Malawi zu bekämpfen. Es gab kein Fairtrade in Polen, keine Angebote, keine Informationen. Deswegen haben wir ganz bei Null angefangen. Außerdem gab es das Problem, dass wir auch keinen Zugang hatten zu fairer Ware. Pioneering job. We can say there is a desert. There was a desert concerning fair trade. So we saw ourselves. Polen war also eine Fairtrade-Wüste, und so wurden wir zu Bauern, die eine Wüste bestellen mussten. Aber wir hatten perfektes Saatgut und wir wussten, die Früchte würden großartig werden. Also begannen wir, kleine Oasen zu schaffen. Und damit meine ich, dass wir in den Städten dafür sorgten, dass die Bevölkerung mehr über das Thema fairen Handel lernte. Oasis means people who create a good climate for our job. Fruits are very tasty, I would say, but they are growing quite slow. Unsere Ernte war sehr ertragreich, aber die Pflanzen wachsen sehr langsam. Wir brauchten 3 Jahre, um das Projekt in verschiedenen Städten zu starten. Und dann erreichten wir sogar, dass Poznan die erste polnische Fairtrade-Stadt wurde. Das war im November letzten Jahres. So wurde das Interesse an diesem Thema immer größer. In Poznan rennen uns Freiwillige mittlerweile die Tür ein, weil sie die Idee hinterm fairen Handel weiter verbreiten wollen. Das ist natürlich eine tolle Motivation für uns. Der Fairtrade Town Prize war also ein großer Erfolg für uns Wüstengärtner. Und jetzt wollen wir noch mehr Städte zu fairen Städten machen. Mein Name ist Janosch Schizmadir aus Miskolc und ich bin der Projektkoordinator. Vor dem Projekt wusste man bei uns kaum etwas über Fairtrade oder die Millennium-Entwicklungsziele. Das Projekt hat es uns ermöglicht, das Wissen über die Dinge in unserer Stadt zu erweitern. Survey results show that
Unsere Umfrage zum Schluss hat ergeben, dass über 40% der Befragten etwas mit den Begriffen faire Produkte und fairer Handel anzufangen wussten. Vorher war das nicht einmal annähernd so viel. Darum sind wir mit unseren Ergebnissen sehr zufrieden. In other countries, other cities, there are movements. In anderen Städten und Ländern gibt es bereits Bewegungen im Bereich Fairtrade. Während das Aware and Fair Projekt und der damit verbundenen Zusammenarbeit mit anderen Ländern und Städten konnten wir sehr von deren Erfahrungen profitieren. So we can learn a lot of from these towns. Mein Name ist Marcela Trebalova aus Litomirice, einer kleinen Stadt in der Tschechischen Republik. That's pity I don't have our huge list of activities which we have done. Ich habe jetzt leider meine große lange Liste unserer Aktionen nicht dabei, aber ich kann sagen, dass wir schon vom ersten Moment des Projekts an sehr aktiv waren. Nach 5 Monaten haben wir schon alle Kriterien erfüllt, damit Litomirice offizielle Fairtrade-Stadt werden kann. Also we set up a very good active steering group. Das kam unter anderem durch unsere gute Steuerungsgruppe und wir bekamen auch sehr gute Unterstützung durch große und gute Spenden. So konnte ich mich auf das konzentrieren, um was es geht, nämlich das Bewusstsein für das Thema fairer Handel und die Millennium-Entwicklungsziele in der Bevölkerung zu stärken. So generally, we raised several questions. Wir haben dann zum Schluss eine Umfrage gemacht und dabei kam heraus, dass 52% der Bevölkerung in unserer Stadt zumindest wussten, was Fairtrade heißt. 52% of inhabitants said yes and not. Zwar noch nicht genau, was es im Detail bedeutet, aber das Thema ist angekommen und das freut uns sehr. The most of them. Yes, that was just great, really, because I think we still the human being. Die Zusammenarbeit mit den anderen Städten und Ländern war mir sehr wichtig und etwas Besonderes. We create relationships and like deep friendship. Okay, also with the people from Poland, Hungary. Hannover, Polen, Ungarn, Malawi. Wie sie arbeiten, was sie tun. For me, it was very touchable. And something what I will never forget. And how the others are working, thinking. Bei diesem Netzwerk habe ich mich wie ein Fisch im Wasser gefühlt. So that was, I feel like a fish in the water in this project. Es ist natürlich so, dass wir Fairtrade Town schon waren, bevor wir da mitgemacht haben, aber der Prozess, jetzt wirklich mehr zu zeigen, mehr zu belegen, mehr zu erklären, das hat unsere Arbeit einfach praxisnäher gemacht. Und ich glaube, das war auch nachher wirklich die Motivation für uns, auch stärker an andere heranzutreten. Also ich denke, das ist etwas, was uns ganz viel geholfen hat und auch gleichzeitig diese Diskussion, die wir auch haben, erleben können, manchmal wirklich über den Tellerrand hinaus zu gucken und sagen, wie sehen das denn die anderen? Und ich denke, dass der Tag heute wirklich recht erfolgreich gewesen ist, insofern, dass wir sehen konnten, wie alle wirklich intensiv miteinander gearbeitet haben, interessiert aneinander gewesen sind, dass keiner weggegangen ist mit den Worten, ach, was interessieren mich die anderen, sondern wirklich das, was wir auch wollten, dieses Netz, Werken tatsächlich auch im wahrsten Sinne des Wortes sich halt umsetzen lassen, Interesse aneinander geweckt worden ist. Und ich denke, das ist das, was eigentlich das Beste ist, was uns passieren konnte. Insofern sind wir da, glaube ich, einen ganz schönen Schritt weitergekommen. Und ganz ehrlich, für mich war das dann immer eine hohe Motivation zu denken, also wenn selbst die Menschen in Poznan und in Litomirice und in Ungarn, wenn die den Mut haben, da mitzumachen und sich so stark engagieren, dann muss uns doch das erst recht gelingen, wo doch die Arbeitsbedingungen und überhaupt die Situation hier in Deutschland über viele Jahre schon auf einem etwas besseren, fruchtbaren Boden fallen kann. Und das war natürlich auch gleichzeitig nochmal eine eigene Motivation. Grundsätzlich bedeutet das Projekt für das ganze Land sehr viel. It happens that we're in the project.
Wir kamen zu dem Projekt durch die Partnerschaft zwischen Hannover und Blantyre. Als uns das Projekt vorgestellt wurde, wussten wir nicht so recht, was es sein soll. Als wir aber die anderen Partner kennenlernten und mit ihnen anfingen zu arbeiten, wurde immer deutlicher, wie wichtig Aware and Fair für uns ist. Es ist von großer Bedeutung, das Bewusstsein in Europa für kleine Farmer in Malawi zu stärken. So haben wir auch den Vorteil, dass wir Zugang zum europäischen Markt mit unseren fairen Produkten bekommen. Unser Ziel ist es, vielen Kleinbauern zu ermöglichen, faire Produkte auf dem europäischen Markt anzubieten. Denn es ist für beide Seiten von Vorteil. One of the problems our farmers have is that when they produce their products. Eins der Probleme unserer Farmer ist, dass sie nicht so viel verdienen, wie sie brauchen. And therefore, I won't take advantage of the fair trade market where at least the prices are slightly higher. Und so bekommen sie die Möglichkeit, durch den fairen Handel etwas mehr zu verdienen. Denn hierbei wird mit den Pauschalsätzen gearbeitet und der Gewinn kann dabei reinvestiert werden, um den Lebensstandard in den einzelnen Gemeinschaften zu verbessern. Invest those ones in development initiatives which can in turn improve the living standards of the communities from which those farmers are coming from. But the catalyst of the project, I was here last year. Durch das Projekt war ich letztes Jahr auch hier in Hannover und in den anderen Partnerländern des Projekts. Aber es war uns wichtig, den Teilnehmern zu zeigen, was die Pauschalbezahlung in Malawi verändert. It was kind of they were not very sure as to whether the money. Deswegen war es uns wichtig, dass die Teilnehmerstädte selbst auch nach Malawi kommen. But if we move around now, you ask people at random, at least they're able to say something about fair trade. We believe that that is a positive thing that has come out of the implementation of the program, and we hope that. Und auch wenn das Aware and Fair Projekt jetzt ausläuft, werden wir weiter daran arbeiten, den fairen Handel voranzutreiben. Denn wir verstehen und glauben an die Bedeutung von Fair Trade für unsere Gemeinschaft, die Gesellschaft und unser Land ganz im Besonderen. Deswegen müssen wir und werden wir diese Bewegung weiterführen. Ein nachhaltiger Lebensstil und verantwortungsvoller Konsum können im Kleinen Großes bewirken. Die Macht dazu hat jeder Einzelne.